Moin Moin. Wir sind hier heute an einem kleinen Teich zum Karpfenangeln. Und dieser Teich, der hat einen furchtbar schlickigen Grund. Der ist fast knietief und da kann man natürlich fast unmöglich mit einer Selbsthackmontage auf Karpfen angeln. Das Blei würde den Boilie oder den Köder in den Schlick ziehen und dann würden die Karpfen ihn nicht finden. Wir machen das heute ein bisschen anders. Und zwar kombinieren wir so eine Holzperle hier mit Katzenfutter. Und zwar ist das hier Katzenfutter mit Seelachs. Die Marke Ja, die kennt jeder. Und da wollen wir mal gucken, wie die Karpfen darauf reagieren. Kommt einfach mit und schaut es euch an. Ja, Katzenfutter kann man natürlich nicht in seiner Reinform verwenden, das wäre viel zu weich. Und deswegen mache ich da einen Teig draus, den ich später als Köder anbiete. Für diesen Teig braucht man ein paar Zutaten. Und zwar Grießmehl, 2 Eier, einen Mixer und eine Schüssel. So, der Teig, der ist klasse, der soll fest sein, aber er braucht nicht so fest zu sein, wie wenn man ihn an den Haken hängt, weil die Perle wird nachher unser Stabilisator werden. Ja, den Rest zeige ich euch im Teich. Ja, ich angel hier ja an einem relativ überschaubaren kleinen Teich und deswegen nehme ich auch ein entsprechendes Gerät. Ich fische hier nur mit einer Rute. Diese Rute hier von JRC ist eine Spezialrute zum Posenangeln auf Karpfen. Weil eben der Grund so schlickig ist, wird hier, wie gesagt, mit Pose geangelt. So, und was hat die Pose jetzt mit der Holzperle und dem Teich zu tun, zeige ich euch. Um das Karpfenvorfach zu bauen, brauche ich eine Karpfenvorfachschnur, natürlich meine Perlen, das sind jetzt verschiedene, das hier vorne, die gelben, das sind Kunststoffperlen, die grüne ist eine aus Kork und dann brauche ich natürlich die Haken. Da nehme ich von Gamakatsu diese Specialist RX, das ist die fette Version, wie man hier gut lesen kann, in der Größe 8. Und das eine Ende der Vorfachschnur mache ich eine Schlaufe. Ich nehme hier diese 8 mm Korkperle. Schlaufe durch. Nur durch Schlaufe. Schon ist die Perle fest. Jetzt wird das Haar gebunden. Das heißt, Vorfachschnur durch das Hakenöhr bis hier unten ranziehen und dann einfach mit dem knotenlosen Knoten, sprich mit ein paar Wicklungen um den Hakenschenkel und dann wieder durch das Hakenöhr. Und fertig ist das Vorfach. Als Hauptschnur habe ich hier eine 28er Monofile drauf. Die Karpfen, mit denen ich hier rechnen kann, die haben so maximal 5 bis 6 Kilo und da ist eine 28er vollständig ausreichend. Wichtig ist, wie man den Köder nachher anbietet auf diesem Schlickgrund. Der darf ja nicht einsinken. Also stelle ich die Pose so auf Wassertiefe ein. Hat hier so ungefähr 70 cm und der Köder, der soll ein ganz kleines Stückchen, Zentimeter allerhöchstens, über Grund schweben oder so gerade eben aufliegen. Der Witz bei der Perle ist ja der, die schwimmt, das ist ja eine Holz- oder eine Korkperle,
Und wenn ich da jetzt gleich den Teig drum knete, dann zieht der Teig zwar die Perle mit runter, aber die vermindert so ein bisschen den Abtrieb, den der Teig hat. Und der Karpfen, der kann dann nachher ganz einfach den Köder einsaugen. Ja, ich sei da. Hast du? Das ist ein kleinerer Karpfen, das. Oh, das ist ein kleinerer Karpfen, das da. Karpfen. So muss Karpfenangeln sein. Keine 5 Minuten, den Köder im Wasser und schon haben wir den ersten Fisch. Das ist nun einer von den kleineren Karpfen. Jetzt mache ich mal ein bisschen weiter. Und dann gucke ich mal, ob ich noch einen von den größeren kriege. Hier ist nämlich noch einer drin, der hat eine rote Badehose an. Das ist ein Koi-Karpfen und der hat ungefähr seine 10 Kilo. Vielleicht kriege ich den heute dran. Karpflein. Allerliebst. Unverhofft, kommt oft. Ja, das ist eine nette Überraschung gewesen jetzt. Gut abgewachsen. Und auch hier wieder der Haken ganz vorne und dadurch ganz leicht abzuhaken. Schönes, schlankes Kraftpaket. Ja, liebe Leute, ihr habt also gesehen, Katzenfutter scheint gerade bei kaltem Wasser ein richtig kleiner Geheimtipp zu sein. Wir haben jetzt hier schon einige Karpfen gefangen. Ich weiß nicht, das waren ein paar Kinder, ein Jugendlicher und auch ein Kapitaler. Eine Schleie war sogar noch dabei. Ich würde sagen, ihr probiert es einfach mal selber aus. Und dazu wünsche ich euch Petri Heil. Und tschüss.